Mein Name ist Ralf Mletzko. Ich bin hier der Chefarzt der Inneren Medizin mit dem Spezialgebiet Kardiologie und zusätzlich der ärztliche Direktor. Ich bin seit 20 Jahren als Chefarzt im Bereich Kardiologie tätig, hier an der Klinik seit 2018. Als Führungskraft ist mir sehr wichtig die Teamarbeit und dass wir trotz allem Stress, der heute in der Medizin existiert, auch viel Spaß an der Arbeit haben. Die innere Medizin ist ein sehr vielschichtiges Fach. Sie behandelt den Patienten quasi von Kopf bis Fuß und organübergreifend. In der Kardiologie kümmern wir uns hauptsächlich um die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit konservativer, aber auch invasiver Diagnostik, wie Sie hinter mir sehen. Auf jeden Fall Teamfähigkeit und Eigenmotivation und den unbedingten Wunsch voranzukommen. Ich liebe es, Mitarbeiter zu haben, die eigene Ideen haben und auch an der Gesamtentwicklung der Abteilung sich gerne eingeben möchten. Angelehnt an die Weiterbildungsordnung der Ärztekammer zur Facharzterlangung der inneren Medizin haben wir hier ein Rotationsschema und ein Weiterbildungskurriculum entwickelt, was Ihnen garantiert, dass Sie alle dazu erforderlichen Kenntnisse inklusive der diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen erlernen können. Wenn Sie Eigenengagement mitbringen, kann ich Ihnen heute schon zusichern, dass Sie in der vorgeschriebenen Zeit Ihre Facharztkompetenz sicherlich erreichen werden. Als größter privater Krankenhausbetreiber in Deutschland bietet Asklepios durch vielfältige Netzwerke auch für Aus- und Weiterzubildende die Möglichkeit, sich an den unterschiedlichsten Standorten ihrer Ausbildung zu widmen. Aufgrund des sehr guten finanziellen Hintergrundes gelingt es uns immer wieder, sehr frühzeitig modernste und neueste technische Verfahren hier auch an kleineren Krankenhäusern rasch zu implementieren.